Gustenfelden, ein Dorf mit nur 350 Einwohnern in der Nähe von Nürnberg. Hier haben sich mehrere Landwirte zusammengetan und ein Regionalvermarktungszentrum aufgebaut. Ein Obstbauer, ein Müller und ein Metzger versorgen die Menschen im Umfeld mit regionalen Produkten. Damit liegen sie voll im Trend. Der Gedanke, dass eben Lebensmittel von weit her rangekarrt werden müssen, das widerstrebt uns total. Ich will halt die Umgebung eigentlich ein bisschen finanzieren und ein bisschen unterstützen. Auch Professorin Martina Schrautner nutzt die Gelegenheit, hier einzukaufen. Sie ist die Leiterin der Umfrage Stadt-Land-Chancen, die die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und das Fraunhofer CERI mit dem Bayerischen Rundfunk durchgeführt hat. Etwa 8.800 Menschen in ganz Deutschland haben 30 Fragen zu den Themenbereichen Bauen und Wohnen, Versorgen und Zusammenhalten sowie Arbeit und Mobilität beantwortet. Ein wichtiges Ergebnis? 95% der Teilnehmer sagen aus, dass ihnen eine Versorgung mit regional hergestellten Lebensmitteln wichtig ist. Die Menschen haben ein großes Interesse an Nachhaltigkeit. 97% in Stadt und Land möchten gerne einfach und schnell erkennen können, welche Auswirkungen ein bestimmtes Produkt auf die Umwelt hat. Mit dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit ist ein neuer Wert ins ganze Einkaufen, ins ganze Bauen, ins ganze Arbeiten, Wohnen eingezogen und wird von so vielen Menschen geteilt. Das heißt, das ist jetzt wirklich ein Motor, sich damit auseinanderzusetzen, wie komme ich denn an neue Produkte, die dann auch genau diese Anforderungen erfüllen. Welche Ängste, Sorgen und Wünsche bewegen die Menschen in Stadt und Land? Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Befragung geben einen guten Einblick, vor allem unter den Jüngeren. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden ist unter 40 Jahre alt. Viele Menschen im ländlichen Raum sorgen sich wegen der mangelnden Infrastruktur. So haben viele Orte, wie Gustenfelden, gar keine oder eine schlechte Anbindung ans öffentliche Nahverkehrsnetz. Während in der Stadt immer neue Ideen für Mobilität entwickelt werden, kommt der ländliche Raum oft zu kurz. 76% der Landbevölkerung befürchten, dass sie von neuen Mobilitätsangeboten nicht profitieren können. Die Städter äußern diese Sorge nur zu 61%. Die Menschen in Städten wie Nürnberg fühlen sich insgesamt besser versorgt mit Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten. Was sie aber beschäftigt, ist das teure Wohnen. Bei mir ist es tatsächlich die Miete, ja. Es sollte ja einen Mietendeckel oder sowas geben. Sollte sein, ne? Wie groß sind die Befürchtungen, sich das Leben am jetzigen Wohnort in Zukunft nicht mehr leisten zu können? Fast 74% der Städter gaben an, dass sie Angst haben, die Kosten für Miete und Nebenkosten in Zukunft nicht mehr aufbringen zu können. Auf dem Land sind diese Bedenken etwas geringer. Hier haben aber immer noch 69% diese Sorge. Aber Leben bedeutet viel mehr als nur Wohnen. Es gibt auch die Sorge, besonders bei Frauen, bei jüngeren Frauen, zu wenig Naherholungsgebiete im direkten Umfeld zu haben. Und im Gegenzug gibt es auf dem Land die Sorge, weniger Kulturangebote zu haben. Corona hat das Leben verändert. Viele Menschen arbeiten immer noch von zu Hause aus. Persönliche Kontakte sind deutlich zurückgegangen. Wie geht es den Menschen damit? Wollen Sie weiterhin im Homeoffice bleiben? Hier gibt es kleine Unterschiede zwischen Stadt und Land. Eine Arbeit unabhängig vom Firmensitz befürworten 83% der Landbevölkerung. Unter den Stadtbewohnern hoffen sogar 87%, dass sie auch in Zukunft dort arbeiten können, wo es ihnen passt. Doch über 80% der Menschen in Stadt und Land sorgen sich über eine zunehmende Vereinsamung durch die digitalen Medien. Das ist natürlich auch etwas, was mit Corona viel zu tun hat. Da haben jetzt viele die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wirklich lang zu Hause zu bleiben und dann auch ein Gefühl von Vereinsamung zu erleben. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Menschen in Stadt und Land wollen sich engagieren. Und
So groß sind die Unterschiede in den Ansichten gar nicht. Die meisten wünschen sich eine nachhaltige Entwicklung und sind bereit für Veränderungen.